Heyo Leute, ich bin's wieder Simon und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video dachte ich mir, stelle ich euch einfach mal meinen kompletten Kleiderschrank vor. Ich habe mir so jedes Piece, was ich cool finde, was ich finde ist vorstellenswert, aus meinem Kleiderschrank auf meinem Handy aufgeschrieben, habe ich so eine Liste gemacht, nach dann Kategorien sortiert quasi. Und wenn ich das mal vorstellen, ich habe mir jetzt keine direkten Stichpunkte zu den Pieces gemacht, sondern werde einfach ein bisschen was dazu sagen, so ein, zwei Sätze. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich will hier kein 30-Minuten-Video draus machen. Aber vorab nochmal, ich will nicht so cringy irgendeinen Preis in den Titel schreiben, so irgendwie mein 2000 € Kleiderschrank oder so, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen unangenehm. Und ich werde wahrscheinlich bei den meisten Pieces den Preis auch nicht dazu sagen, beziehungsweise wenn ich den Preis dazu sage, ich bin mir nicht sicher, werde ich den nicht durchrechnen, weil ich es irgendwie unangenehm finde, so damit zu flexen, so, weil mir geht es um die Pieces. Mir ist ganz egal, wie teuer die jetzt sind. Ich habe irgendwie einen 50 € Hoodie, den ich genauso gerne mag wie einen 160 € Hoodie. Also für mich macht der Preis also wirklich gar keinen Unterschied. Und ja, dann fange ich jetzt einfach mal an und zeige euch meinen Kleiderschrank. Ich muss sagen, mein Kleiderschrank hält sich wirklich noch absolut im Rahmen. Also ich habe wirklich nur ein paar T-Shirts, so 4, 5 glaube ich. Dann 3, 4 Hoodies oder so. 2 Jacken, also wirklich, es ist absolut im Rahmen alles noch. Und ich fange einfach mit T-Shirts an. Da ganz klassisch habe ich, ich glaube, 3 weiße und 2 schwarze Weekday Great T-Shirts. Mega, mega gute T-Shirts, muss ich sagen. Also, Fit ist genial. Der Stoff ist auch wirklich angenehm. Er ist ein bisschen robuster als jetzt so ein normales T-Shirt. Aber wirklich fässt sich sehr angenehm an. So, wirklich ein cooles T-Shirt. So, einfach als Basic-T-Shirt kann man wirklich gar nicht mit falsch machen. Von daher bin ich sehr zufrieden damit und dann laber ich auch gar nicht mehr über so ein Basic-T-Shirt. Dann tatsächlich das einzig weitere T-Shirt, was ich noch besitze, ist ein Represent-T-Shirt. Und zwar dieses Represent Feel the Heat-T-Shirt in diesem beigen Colorway. Dann hat es da richtig Farben drauf auf dem T-Shirt, was mir richtig gut gefällt hat mit dem Auto und so. Und dann steht da Feel the Heat und dann steht da auch noch London und so drauf. Gefällt mir persönlich mega, mega gut. Also wirklich ein mega krasses T-Shirt. Und ich habe es mir eben geholt, weil ich den Hoodie davon auf meiner Grey-Liste hatte. Wer das Grey-Video gesehen hat, ist schon lange her und auch veraltet eigentlich. Also die meisten Pieces davon sind nicht mehr unbedingt meine Grey. Da hatte ich eben den Hoodie dazu drauf und dann habe ich mir das T-Shirt geholt. Bin mega zufrieden damit. Qualität ist bei Represent wie gewohnt einfach überragend so, was man bei einem über 100 € T-Shirt auch erwarten kann, beziehungsweise muss eigentlich. Auf jeden Fall, ja, ich bin zufrieden damit, obwohl 100 € schon wirklich echt ruppig sind für ein T-Shirt. So, dann mache ich weiter mit Sweatern. Und so fange ich dann einfach mit dem Vintage Knit Sweater, den ich mir geholt habe, an. Und zwar trage ich ihn hier ja gerade auch. Ich hoffe, die meisten von euch haben den letzten Vlog gesehen, der am Mittwoch erschienen ist. Da habe ich ja gezeigt, wie ich mir diesen Pullover gekauft habe. Beim Vino Kilo Event in Hannover eben. Wirklich ist ein mega, mega cooler Pullover. Er hält gut warm, ist wirklich dick. Ist sehr angenehm, sitzt mir persönlich perfekt, also leichter Oversize-Schnitt, was mir gut gefällt. Hat wirklich einen edlen Effekt, wirkt edel, veredelt das Outfit. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, ich bin mega, mega zufrieden. 25 hat er mich gekostet. Habe ich von 37 € auf 25 runtergehandelt. Verhandlungsking, nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, ich bin mega zufrieden. Gerade für 25 kann man wirklich nichts damit falsch machen. So. Und ich kann verstehen, wenn manche sagen würden, das ist irgendwie so ein Vater-Sweater, kann ich auch verstehen. Aber trotzdem, ich bin zufrieden damit. Und er hält halt wirklich mega angenehm warm und ist halt so perfekt für den Winter, der jetzt so langsam ja vor der Tür steht. Also ich bin wirklich zufrieden und yes. So, mein nächster Sweater ist dieser Cos-Knit-Sweater in diesem grauen Colorway. Den habe ich ja auch noch nicht allzu lange, jetzt so einen Monat bald oder so. Also ich habe ihn zum Geburtstag bekommen. Da habe ich auch dieses Geburtstags-LPU-Video zu gemacht. Wer sich das anschauen will, kann das gerne machen. Auf jeden Fall, mit dem bin ich auch mega, mega zufrieden. Der Fit ist einfach krank irgendwie. Er hat oversized Ärmel, aber trotzdem setzen die Ärmel nicht auf der Hand auf, sondern sind irgendwie so weiter, dass sie davor enden, ohne den Handballen zu berühren. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, auch damit bin ich wirklich mega, mega zufrieden. Richtig schön dicker Stoff, so auch ganz weicher, der wirklich angenehm auf der Haut anliegt. Gefällt mir mega, mega gut so und geht auch mehr so in die Richtung, die ich jetzt gehen will. Und zwar so dieses edlere, gefällt mir irgendwie mega gut. Das will ich jetzt so mit meinem Style verkörpern. Und ja, ich glaube, da bin ich jetzt auf einem guten Weg hin mit eben diesem Sweater hier, dann dem von COS. Aber insgesamt finde ich es einfach nice, mir so Basic Pieces zu holen, die sich dann über die Farbe, über die Ästhetik oder so ausdrücken und jetzt nicht so einen übergroßen Print drauf haben, obwohl ich das auch noch nice finde. Sieht man ja im Represent-T-Shirt. Aber yes, das wäre es dann von meinen beiden Sweatern, die ich jetzt mir erst in letzter Zeit neu geholt habe. So, dann komme ich jetzt zu Hoodies, dem Main Thing, was eigentlich so meinen Style verkörpert. Also wer mich kennt, ich trage wirklich fast immer Hoodies. Aber jetzt, etwas überraschend, habe ich nur 4 Hoodies, die ich wirklich aktiv und gerne trage. Den ersten Hoodie sollten die meisten auch kennen. Da wurde unter dem Hoodie-Video, was ich gemacht habe, auch geisteskrank oft nachgefragt
nach Fitting und so. Und zwar ist es der Madison Hoodie. Grüße nochmal an Gianni, wirklich krankes Teil. Dazu kann ich sagen, der Stoff ist wirklich brutal. Ich hatte noch nie einen Hoodie mit so weichem Stoff und innen drin auch mega, mega angenehm. Also allgemein, der Hoodie ist mega weich und lässt sich so, so nice tragen einfach. Also der Hoodie hat einfach so perfekte Chill-Vibes und man will ihn auch die ganze Zeit dazu anziehen. Aber ich mache es dann doch nicht, weil er mir dafür dann doch zu schade ist so. Dann ist es halt einfach ein richtig schön tief schwarzer Hoodie, der hier diese Statue of Liberty drauf geprintet hat. Und dann steht hier eben so in der eigentlichen Freiheitsstatuenfarbe Madison drüber. Und darunter ist dann eben noch ein Text, der erklärt, für was die Freiheitsstatue so steht. Mir persönlich gefällt es mega gut. Hinter der Freiheitsstatue ist auf dem Print noch so ein Rauch, der auch wirklich mega krass kommt. Und insgesamt wirklich ein mega, mega nicer Hoodie. Qualität on point so. Für 70 Euro kann man damit wirklich überhaupt gar nichts falsch machen so. Fit gefällt mir auch mega, mega gut. Hat einen richtig nicen Oversized Fit so. Die Ärmel enden perfekt so mit dem Bund am Handgelenk, so wie es mir eben mega gut gefällt. Und insgesamt bin ich einfach mega zufrieden damit. Ist ein richtig schön, nicer, schwarzer Hoodie. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega, mega zufrieden damit. So, mein nächster Hoodie ist ein LFDY-Hoodie. Und zwar hat er hier einfach Live Fast stehen, so wie eigentlich jeder LFDY-Hoodie in letzter Zeit. Und darunter L'Edition Paname 2019. Also ich muss sagen, mir gefällt der Hoodie wirklich gut, weil das Material einfach mega, mega dick ist. Nochmal dicker als das vom Madison Hoodie. Und es ist einfach so der dickste Hoodie, den ich habe. Das Material ist auch nochmal dicker als so das von den normalen LFDY-Hoodies, obwohl die ja schon relativ dick sind. Ich glaube, es war so eine Winter-Edition. Ich habe den jetzt vor relativ genau einem Jahr gekauft. Und ich muss sagen, ich trage den einfach unfassbar gerne, weil halt auch die Kapuze mega, mega dick ist. Und allgemein der Hoodie so brutal warm hält, was mir halt mega gut gefällt. Klar, dieses Live Fast da drauf, da habe ich mich jetzt selber auch schon dran satt gesehen so. Aber es stört mich jetzt nicht so unbedingt. Und es ist auch so ein Live Fast-Schriftzug in so einer Schriftart. Und mit diesem anderen Schriftzug noch darunter jetzt nicht so ultra oft vorkam, aber trotzdem viel zu oft schon eigentlich. Aber trotzdem, ich trage ihn einfach gerne, weil er so enorm warm hält und auch mit diesem dunklen Blau ist es, würde ich sagen. Also es ist kein richtiges Schwarz, sondern es ist ein dunkelblau-grau, was dadurch, dass ich ihn jetzt schon ein Jahr habe, auch so leicht ausgewaschen habe. Das gefällt mir einfach mega gut, weil er dadurch auch so einen leichten Vintage-Look zumindest hat. Darum trage ich nur die wirklich noch ganz gerne, auch wenn es eben so ein ganz klassischer Live Fast Hoodie ist. Aber insgesamt trotzdem noch ein echt cooler Hoodie, muss ich sagen. So, dann kommen wir jetzt zu meinen beiden farbenfrohen Hoodies. Und zwar zuerst mal der Minimal Hoodie. Den habe ich ja auch zum Geburtstag bekommen. Also jetzt vor ungefähr einem Monat habe ich auch in dem Geburtstags-APU-Video vorgestellt. Und zwar ist dieser ganz schlichte Minimal Everyday Hoodie ohne Print, ohne irgendwas. In diesem Babyblau, leicht türkis noch. Ich weiß nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll. Auf jeden Fall eine geisteskranke Farbe irgendwie. Gefällt mir mega, mega gut. Und auch der Fit gefällt mir echt gut. Er ist halt mega oversized. Und die Ärmel gehen so über die Hand sogar, was ich bei dem sogar ganz cool finde, weil es einfach so richtig diese cozy Vibes dann hat. Und insgesamt einfach ein krasser Hoodie. Die Farbe ist halt so einfach, es ist quasi ein Statement Piece, obwohl er nicht mehr einen Print oder irgendwie was hat. Einfach mit dieser Farbe, weil die so eine Erscheinung hat und so. Und das gefällt mir halt mega, mega gut. Dann die Kapuze ist auch ganz nice, ist halt richtig groß einfach. Dann kann man die ganz gut aufstellen, so wie ich es eben ganz gerne mache. Und insgesamt mag ich diesen Hoodie einfach mega gerne, weil man so einfach ein bisschen in dem Hoodie verschwindet, so oversized wie er ist. Aber es gefällt mir mega gut so. Gerade dann auch auf meine cremeweiße Peso-Pants kommt der Hoodie wirklich nice und die Farbe poppt halt richtig raus. Und ist quasi einfach immer so dieses Statement im ganzen Outfit, was mir einfach gefällt. Und ja, von daher bin ich wirklich zufrieden mit dem Hoodie. Ich meine, der kostet auch nur so 50 Euro bei Minimal. Auch wenn man halt bedenken muss, dass Minimal eine amerikanische Marke ist und da dann eben noch Shipping und so zukommt. Aber trotzdem, ich bin top zufrieden mit dem Hoodie. Vielen Dank nochmal und ja, das Beste zum Schluss, jetzt komme ich zu meinem Fear of God Essentials Hoodie. Der war, glaube ich, wirklich für ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr mein absolutes Grail. Im Juni 2019 wurden, glaube ich, die ersten Bilder geleakt. Und dann Ende Januar habe ich mir einen Hoodie bestellt bei StockX für 160 Euro. Ich weiß, es ist eigentlich dumm, Resale für einen Fear of God Essentials Hoodie zu zahlen. Aber ich wollte einen Hoodie so unbedingt haben und der war die ganze Zeit bei 400 Euro oder so. Und dann war halt einmal so günstig, dass ich es halt machen musste so. Und jedes Mal, wenn ich einen Hoodie in einem Video trage, wird auch danach gefragt. Und generell hat der Hoodie quasi schon Legendenstatus auf meinem Kanal erreicht. Die meisten, die mich kennen, verbinden mich auch irgendwie mit dem Hoodie. Und ich liebe diesen Hoodie einfach. Er ist in diesem perfekten Rosaton, so leicht sanft, aber doch irgendwie intensiv. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Dann auf dem Ärmel ist gestickt Essentials Fear of God in so einem dunkleren Rosa, was auch mega krass kommt. Und hinten drauf ist dann eben in so einem 3M-Material Essentials geschrieben, was halt so reflektierend ist, wie 3M-Material eben immer ist. Und insgesamt kann ich sagen, ich bin mehr als 100% zufrieden mit diesem Hoodie. Ähnlich wie der Minimal-Hoodie ist das eben so das Statement-Piece, was immer rauspoppt.
Die Farbe hat so ein krankes Auftreten und wie ich finde zumindest kommt die Farbe auch sehr, sehr nice zur Geltung bei meinem Hautton. Das passt irgendwie ganz gut so. Die Qualität ist die beste, die ich jemals bei einem Hoodie so kennengelernt habe, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall, es gibt keine Naht, die irgendwie falsch gesetzt ist. Es hängen nirgendwo Fäden über oder so und allgemein ist einfach die Qualität fast schon perfekt so. Der Fit ist auch so der beste, den ich jemals hatte, ist so der beste Hoodie-Fit, den ich kenne. Der Minimal-Hoodie ist zwar dem Fit vom Fear of God Essentials Hoodie schon echt ähnlich, muss man sagen, aber eben noch nicht genau auf dem gleichen Level und auch die Materialien sind beim Fear of God Essentials Hoodie nochmal deutlich hochwertiger. Und insgesamt fühlt sich der Fear of God Essentials Hoodie einfach wertiger an, aber das ist eben auch 100 Euro Preisunterschied, was man bedenken muss. Und ich kann auf jeden Fall sagen, wer einen Fear of God Essentials Hoodie für Retail bekommt, der macht wirklich absolut gar nichts damit falsch. Und auch unter 200 Euro kann man noch den Resale-Preis dafür bezahlen und es ist meiner Meinung nach noch vertretbar, weil eben die Qualität einfach stimmt, der Fit stimmt, es ist einfach ein genialer Fit, wie ich finde. Und von daher Fear of God Essentials Hoodies, wirklich meine absoluten Lieblings-Hoodies, muss ich sagen, auch wenn ich nur einen habe. Ich würde mir gerne mehr holen, aber ist eben Krise bei Preisen über 100 Euro. Wer Bock hat, sich einen Fear of God Essentials Hoodie zu holen, dem kann ich es auf jeden Fall nur empfehlen. Es gibt auch eine unfassbare Auswahl an Farben einfach. Die haben halt eigentlich nie irgendwie einen groß auffälligen Print, sondern sind immer sehr schlicht, zurückhaltend so. Zurückhaltend ist, glaube ich, das falsche Wort, aber trotzdem, ihr wisst, wie ich es meine. Auf jeden Fall wirklich Fear of God Essentials Hoodie, kann ich nur empfehlen. Und yes. So, um jetzt mit den Oberteilen abzuschließen, komme ich jetzt noch kurz zu meinen Jacken. Und zwar meine Winterjacke ist eine TNF Napzi. Ich weiß, ist mal was ganz Außergewöhnliches und dann auch noch in dem schwarzen Colorway. Nein, Spaß, ich habe sie mir halt letztes Jahr geholt. Und Napzi kostet eben 250 Euro und ich habe das so gesehen, dass ich dann einfach die nächsten Jahre tragen werde, weil es halt eben eine qualitativ gute Jacke ist. The North Face ist ja auch eine etablierte Marke so, nicht nur in der Streetwear-Szene. Und von daher habe ich das mal gemacht. Und auch wenn jetzt eben ganz viele andere die tragen werden, werde ich meine auch tragen, weil ich einfach mega zufrieden damit bin. Sie hält mich perfekt warm. Sitzt mir auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Und man kann, wie ich finde, wenn man die Jacke so nach hinten macht, so ein bisschen, auch noch so einen leichten Oversized-Fit da rausholen. Ich weiß nicht, ob Oversized-Fit der richtige Begriff ist. Aber auf jeden Fall noch einen nicen Vibe mit in die Jacke bringen, dass sie halt nicht so ganz normal rumhängt einfach. Und es gefällt mir wirklich gut. Es hat einfach schlicht schwarz. Qualität ist, wie von The North Face gewohnt, richtig gut. Und ja, von daher bin ich mega zufrieden mit der Jacke. Ich plane mir aber noch eine Übergangsjacke zu holen. Und zwar will ich mir diese schwarze Madison College Jacke holen. Ich werde davon mein Bild einblenden, weil ich insgesamt College Jacken als Zeit mega, mega cool finde und ich einfach die von Madison auch gerne mag, weil ich eben weiß, dass die Madison Qualität gut sein wird und das Design halt wirklich sehr schlicht ist und ich auch einfach gerne Gianni supporten will mit seiner Marke so. Und von daher plane ich mir noch die Madison College Jacke zu holen. Dann komme ich jetzt zu den Hosen. Und zwar als erstes einfach meine beiden Weekday Barrel Jeans. Ich habe sie einmal in hellblau und einmal in schwarz. Bin mega zufrieden damit. Das sind halt einfach ganz schlichte Straight Fit Jeans, die eigentlich immer gehen so. Ich meine, 50 Euro oder so kosten die auf der Seite. Qualität ist in Ordnung, muss man sagen. Fit ist meiner Meinung nach wirklich cool. Also einfach Straight Fit und sitzen sehr, sehr gut auf jetzt zum Beispiel Jordan 4er oder Dunks. Gefällt mir einfach gut so. Trage ich auch echt häufig so. Ich glaube, das ist die Hose, die ich am alleröftesten trage. Ich bin einfach zufrieden mit meinen beiden Barrel Jeans. Von daher wirklich gute Hosen so. Kann ich nur jedem von euch empfehlen, der eine gute, günstige Straight-Fit-Jeans sucht. Dann komme ich jetzt zu meiner Jaded London Cloudprint Pants. Diese Cloudprint Pants hat ja irgendwie Instagram geflutet. Aufgefüllt jedem Instagram-Account von irgendeinem Mode-Influencer hat man auf einmal diese Hose gesehen. Fand ich schon ein bisschen komisch irgendwie, weil ich habe mir die gekauft und zwei, drei Tage später haben wir die wirklich überall auf Instagram gesehen, dass es dann halt wirklich eine absolute Mainstream-Hose war. Aber trotzdem, ich bin echt zufrieden mit meiner. Der Fit ist ganz gut so. Ich habe sie mir eine Nummer zu klein bestellt, beziehungsweise nicht eine Nummer zu klein, aber ich könnte gut eine Nummer größer tragen. Aber trotzdem gefällt mir die Hose ganz gut. Der Blauton ist angenehm. Und dann eben noch mit diesen weißen Tie-Dyes drauf. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber halt diese Wolken quasi, die es darstellen soll. Wirklich insgesamt eine coole Hose. Vor allem im Sommer hat die halt gepoppt. Im Winter jetzt so, wenn alles grau ist, so weiß ich nicht, wie dann die Hose noch so kommt. Aber trotzdem, ich bin echt zufrieden mit meiner Hose. Qualität ist in Ordnung. Hätte ich jetzt für den Preis, den sie kostet, ein bisschen mehr erwartet, aber ist trotzdem in Ordnung. Der Stoff ist halt relativ dünn und jetzt nicht so ein herkömmlicher Jeansstoff. Aber kaum, ist trotzdem in Ordnung auf jeden Fall und sieht halt gut aus. Dann komme ich jetzt zu meiner einzigen Cargohose, die ich noch besitze und wirklich oft anziehe so. Nachdem ich damals nur Cargohosen getragen habe, so vor 1,5 Jahren, hatte ich keine anderen Hosen mehr. Und zwar ist es diese Represent Military Cargo in diesem Tartan-Checked-Muster. Gefällt mir persönlich echt gut, ist halt so braun, dann noch mit so einem Muster drauf, was so leicht gelbliche Akzente und so setzt. Ist wirklich cool, wie ich finde. Passt halt gut zu so Earth-Tone-Outfits. Und ich trage die Hose wirklich gerne mit meinem Represent-T-Shirt und dann eben die Dunks.
Klar, im Winter kann ich das jetzt nicht mehr machen. Mal sehen, wie ich dann die Hose kombinieren werde. Aber trotzdem bin ich mit der Hose echt zufrieden, weil gerade die Qualität mega, mega heftig ist. Dieses Nylon lässt sich mega angenehm tragen und man kann die Hose unten noch so enger stellen und so. Das ist natürlich ganz cool. Und ja, insgesamt bin ich echt zufrieden mit der Hose. Die letzte Hose, die ich besitze, ist meine Peso Summer Track Pants. Auch eine wirklich coole Hose. Ich habe die in diesem weißen, cremeweißen Colorway. Ist wirklich cool, hat diese leichte Cord-Optik. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, ich hoffe mal. Auf jeden Fall, Qualität ist auch in Ordnung. Stoff ist halt jetzt nicht so mega dick, dass ich nicht weiß, wie ich die im Winter anziehen kann noch so. Auf jeden Fall gefällt mir die Hose trotzdem so vom Design her, vom Fit her. Ist halt relativ schlicht, da steht einmal Pace und dann hat sie weiße Reißverschlüsse und unten noch so ist sie eng verstellbar. Also insgesamt wirklich cool. Ich trage die Hose aber meistens fast so weit, wie es geht eigentlich. Dann halt über meine Jordan 4er. Das sind die einzigen Schuhe, zu denen ich die Hose wirklich gerne anziehe. So. Zu den anderen Schuhen von mir gefällt sie mir jetzt nicht so mega gut. Aber trotzdem, ich bin zufrieden mit der Hose. Ich trage sie echt gerne. Und gerade auch mit dem Minimal Hoodie da drüber, der halt so mit der Farbe richtig rauspoppt, gefällt mir die Hose echt gut so. Und ja, als letztes, das gehört zwar jetzt nicht mehr so wirklich direkt zu meinem Kleiderschrank, aber ich trage es trotzdem zu quasi jedem Outfit einfach. Und deshalb muss ich es doch mit ins Video nehmen. Meine COS Buddy Bag ist einfach so ganz schlicht so eine Gürteltasche. Hat jetzt so einen dicken Strap, der rumgeht. Und dann die Tasche an sich ist aus so einem Nylon-Material in so dunkel-dunkelblau, anthrazitblau. Gefällt mir wirklich gut. Die Tasche ist wasserdicht und es passt relativ viel rein. Also Handy, Kopfhörer und so kriegt man da locker rein. Und hat dann noch genug Platz für irgendwie Portemonnaie und alles andere noch. Insgesamt wirklich eine nice Tasche und ich trage sie eigentlich immer, wenn ich rausgehe. Und man sieht sie mich zu fast jedem meiner Outfits einfach anziehen. Ich bin aber wirklich zufrieden damit. Mag es, dass man da so viel mit transportieren kann. Das gefällt mir wirklich gut. Und ja, das wäre dann jetzt mein kompletter Kleiderschrank. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und ja, das wäre es dann von mir. Bis dahin, ciao.